Grüß dich, das Neue und das Alte. Können wir das verbinden? Und was überhaupt bedeutet das Neue und das Alte? Das sind die Themen des Evangeliums heute. Und eine von den Interpretationen ist, dass das Neue das Evangelium ist, das Jesus bringt, und das Alte, das ist die religiöse Tradition, die in diesen Zeiten so selbstverständlich ist, Judaismus, also für Juden. Und jetzt könnten wir uns sagen, okay, die fühlen sich nicht sehr gut zusammen, weil die Erfahrung in dem Evangelium immer wieder zeigt uns, dass es Spannungen entstehen. Und Jesus wollte uns sagen, wir müssen unsere Regeln, das, was wir tun, ändern. Es ist nicht aber gesagt, und ich denke, dass es nicht diese Nachricht hier, dass wir die komplett separat halten sollen. Also deswegen würden wir sagen, okay, jetzt lassen wir einfach das Neue, was Jesus sagt, nicht mit den alten Traditionen verbinden. Wenn ja, dann würde es bedeuten, dass diese alten Traditionen dann aufgerüttelt werden und die werden vernichtet werden, so wie in diesen zwei Beispielen. Naja, aber so alleine zu lassen, diese Traditionen, ohne dass die abgeändert werden, verändert werden, angepasst werden, ist auch hinter mir ist ein Kloster, Kapuzinerkloster. Das denke ich mir. Ist das ein Resultat, dass es alles jetzt kaputt ist, dass es einfach verlassen ist, dass niemand hier lebt, dass die Fensterscheiben gebrochen sind und dass alles einfach, abgenutzt ist? Ist das das der Fall? Dass einfach dieses Neue ist gekommen und hat das verursacht, oder das ist eher das, dass dieser Kloster oder dieses Leben der Menschen ist nicht, hat sich nicht auf das Neue einfach geöffnet, hat nicht versucht, das Neue zu integrieren. Ja, ich denke, dass auch dieses Evangelium berührt einen sehr wichtigen Punkt im heutigen Leben von vielen von uns. Ja, auch so wie Kloster oder andere Institutionen, religiöse, sind aufgebaut, um uns zu schützen, uns den guten Weg zu weisen. Und wir auch in unserem Leben entwickeln unterschiedliche Regeln, Wege, die uns schützen, dass wir einfach nicht verletzt werden, dass wir uns nicht ärgern, dass es uns ein bisschen besser geht, dass wir nicht so viele Kräfte verlieren während des Tages. Aber viele von denen, die uns einfach sagen, ja, lass dich nicht auf diese Menschen, lass dich nicht sprechen nicht mit denen, mache das nicht, mache das andere nicht. Und letztendlich führen dazu, dass wir einfach uns auf das Neue überhaupt nicht öffnen, weil wir keine Gelegenheit versäumen mit den Menschen, die einfach nicht auf der Liste denen sind, auf die wir uns öffnen, überhaupt anfangen mit denen zu reden. Deswegen Evangelium ruft uns daran, schaue auf das, wie du lebst, auf welche Regeln führst du ein und versuche diese abzuändern. Ja, so verstehe ich es. Wie verstehst du? Teile mit mir.